Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Montagmittag auf der Landstraße 904 zwischen Rudersdorf und Wilgersdorf. Unterhalb des Birkenhofes, so die Polizei, war ein 35 Jahre alter Fahrer aus dem Lahn-Dill-Kreis in Fahrtrichtung Wilgersdorf unterwegs, als er in einer leichten Kurve auf die Gegenfahrbahn geriet und gegen den Bus der Verkehrsbetriebe Westfalen Süd prallte. Der 35-jährige Mann und der 41 Jahre alte Busfahrer wurden von den Rettungskräften schwer verletzt geborgen. In dem Bus befanden sich insgesamt 10 Fahrgäste.